Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Hug in a Cup hier auf dem Barmer YouTube-Kanal. Mein Name ist Jasmin und wir sprechen heute über das Thema Abendroutine. Über 30% unseres Lebens verbringen wir damit zu schlafen. Schlaf ist also extrem wichtig für unser Leben und für unsere Lebensqualität. Unser Schlafrhythmus kann unsere Gesundheit extrem beeinflussen. Doch obwohl Schlaf so wichtig für uns und unsere Gesundheit ist, leiden ca. 25% der Deutschen an Schlafmangel und haben Probleme damit einzuschlafen. Die Folge davon kennt vermutlich jeder, der schon mal mit Schlafproblemen zu kämpfen hatte oder einfach mal zu wenig Schlaf abbekommen hat. Man ist übermüdet, hat vielleicht Kopfschmerzen, brennende Augen, eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, die die Produktivität einschränkt und man ist generell schnell reizbar. Es ist also wichtig, auf seinen Schlaf zu achten und was dabei helfen kann. Und genau darum soll es heute gehen bei A Hug in a Cup. Diese 5 Gewohnheiten sollen dir dabei helfen, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen und produktiver in den nächsten Tag zu starten. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die richtige Umgebung. Die Schlafumgebung hat einen extrem großen Einfluss darauf, wie gut wir schlafen. Daher ist es wichtig, vor dem Schlafen ein paar Dinge zu beachten. Das Zimmer sollte möglichst ruhig und dunkel sein, bevor wir schlafen gehen. Helligkeit und Geräusche können nämlich den Schlaf stören. Auch die Raumtemperatur und auch die Luftfeuchtigkeit spielen eine wichtige Rolle. Man sollte nachts beim Schlafen weder schwitzen noch frieren und die richtige Raumtemperatur beträgt ungefähr 18 Grad. Wenn die Zimmertemperatur unter 16 Grad fällt, verkrampft sich zum einen die Muskulatur durch die Kälte und zum anderen kann sich Schimmel bilden. Und Kälte und Schimmel können genauso wie Übermüdung allgemein dazu führen, dass wir uns weniger fit und krank fühlen. Um also so gut wie möglich schlafen und einschlafen zu können und sich allgemein wohl zu fühlen, ist es wichtig, auf die Schlafumgebung zu achten. Neben all diesen Faktoren, die wir gerade schon genannt haben, ist es einfach auch wichtig, ja, sich richtig, richtig heimelig und wohl zu fühlen und sich mit Dingen zu umgeben, die sich gut anfühlen und die man gerne anschaut. Denn da kommt so richtig dieses Hygge-Feeling auf, so dieser skandinavische Touch, diese Philosophie, ja, dass es einfach richtig, richtig schön gemütlich ist. Und das wirkt sich dann auch wiederum positiv auf unsere Gesundheit aus. Das nächste Thema ist euch bestimmt schon mal begegnet, und zwar das Stichwort Digital Detox. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht besonders gesund sein kann, das Handy mit ins Bett zu nehmen. Aber auch in den wenigen Stunden vorm zu Bett gehen, sollte man idealerweise bereits auf das Handy und auch andere Bildschirme verzichten. Aber warum eigentlich? Klar, wir alle wissen, Social Media macht irgendwas mit uns, aber ganz abgesehen davon hat es auch noch ein paar andere Gründe, die wichtig sind. Und zwar, wenn uns dann so das Display anleuchtet und wir mal so genau darauf achten, wie dieses Licht aussieht, wird uns ganz, ganz schnell klar, dass dieses Licht meistens sehr, sehr kalt ist und einen hohen Anteil an Blaulicht enthält. Dieses Blaulicht hat eine sehr, sehr interessante Funktion und Auswirkung auf unseren Körper. Nämlich durch das Blaulicht wird die Produktion von dem sogenannten Hormon Melatonin gehemmt. Die LED-Displays enthalten einen größeren Anteil an Blaulicht als zum Beispiel das Tageslicht, was wir ja eher warm wahrnehmen, wodurch die Freisetzung von Melatonin unterdrückt wird. Wir brauchen aber das Hormon Melatonin, um abends richtig runterfahren zu können und dann auch somit besser schlafen und einschlafen zu können. Genau aus diesem Grund schüttet der Körper das Hormon nämlich abends aus. Wenn wir nun aber ständig aufs Smartphone schauen, denkt unser Körper, dass es noch mitten am Tag ist und die Ausschüttung des Hormons passiert nicht und damit werden wir eventuell gar nicht erst so richtig müde. Deswegen lieber ganz, ganz schnell weg mit dem Telefon, auf jeden Fall 2 Stunden, bevor ihr ins Bett gehen möchtet.
Wir wären hier nicht bei A Hug in a Cup, wenn es nicht auch um das Thema Tee gehen würde. Mit dem richtigen Tee könnt ihr euch nämlich selber beim Einschlafen helfen. Es ist nämlich wirklich wichtig, die richtige Teesorte vor dem Einschlafen auszuwählen. Vor allem Kräuterteesorten wie zum Beispiel Kamille, Lavendel oder auch Zitronenmelisse wirken beruhigend und können daher zu einem gesunden und vor allem guten Schlaf führen. Ein guter und beruhigender Tee ist zum Beispiel auch Baldrian. Auf Tees mit anregenden Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Schwarztee sollte daher abends verzichtet werden. Das Interessante daran ist auch, dass kleine Gewohnheiten, Gerüche oder auch Geschmäcker ja von unserem Gehirn mit wiederum anderen Tätigkeiten verknüpft werden. Das heißt, ihr könnt euch mit einem bestimmten Einschlaftee, den ihr wirklich regelmäßig vorm Einschlafen trinkt, ja so richtig in diese schläfrige Stimmung bringen, weil ihr euch quasi irgendwann dann automatisch daran erinnert, dass der Lavendeltee oder der Lavendelgeruch heißt, dass es jetzt bald ins Bett geht. Und dann wird daraus auch ein richtig schönes Ritual. Und das Verrückte ist, dass man dann nach einer Weile wirklich automatisch müde wird. Nach einem langen Arbeitstag sind wir meistens auf der Suche nach Entspannung, aber auch nach Entertainment. Und es ist extrem wichtig, was du direkt vor dem Einschlafen machst und konsumierst. Stichwort Lesen versus Fernsehschauen. Wer kennt es nicht? Man legt sich abends gemütlich ins Bett und macht sich noch eine Folge seiner Lieblingsserie an, um dann beim Schauen langsam einzuschlafen. Doch was für die Smartphones im Bett gilt, gilt natürlich auch für alle anderen Bildschirme. Durch das blaue Licht des Displays oder auch des Fernsehers kann der Körper wieder nicht genügend Melatonin bilden und es wird ihm vorgegaukelt, dass immer noch Tag ist. Und dadurch wird wiederum das Einschlafen erschwert. Was hingegen beim Einschlafen helfen kann, ist Bücher zu lesen. Durch das Lesen sinkt das Stressniveau und auch unser Körper kommt komplett runter. Meistens verlangsamt sich dadurch die Atmung und die Muskeln entspannen sich. Beim Lesen konzentriert man sich einfach total achtsam auf eine Sache und ist fokussiert. Ich glaube, wir alle kennen ja auch das Thema, wenn man zum Beispiel eine Serie guckt und nebenbei immer noch auf dem Handy scrollt, dann kriegt man zwar von beiden Sachen nichts richtig mit, ist am Ende irgendwie überfordert. Beim Lesen ist das aber definitiv überhaupt nicht möglich und man macht es auch einfach nicht so schnell. Natürlich kommt es aber auch hier darauf an, was man liest oder eben auch schaut. Bücher, die emotional aufwühlen oder einfach zu spannend sind, helfen vermutlich eher nicht beim Einschlafen. Und Lesemuffel können natürlich auch auf Hörbücher oder Podcasts zurückgreifen. Tipp Nummer 5, sich einfach in den Schlaf atmen. Ich glaube, jeder weiß, dass Stress und Ängste dazu führen, dass man nicht so gut einschlafen kann. Wenn man mit Sorgen ins Bett geht, fällt es schwer abzuschalten. Es gibt aber ein paar Tipps, die uns helfen können, Stress abzubauen, allgemein zu reduzieren und damit am Ende auch besser einschlafen zu können. Denn Entspannung kann man tatsächlich trainieren. Und ein super gutes Hilfsmittel sind Meditation und auch Atemtechniken. Atemtechniken sind besonders gut geeignet für Anfänger, die vielleicht bei Meditation allgemein noch Probleme haben, sich ja auf bestimmte Dinge zu konzentrieren oder eben nicht zu konzentrieren. Und bei Atemtechniken ist es ja meistens so, dass man sich nur auf eine Sache erstmal konzentrieren und verlassen muss und das ist der eigene Atem. Und das geht ja quasi vollautomatisch. Für Meditation und Atemtechniken gilt das Gleiche. Sie können Wohlfühlhormone freisetzen, was Stress reduziert und außerdem super gut für unsere Gesundheit ist. Außerdem kann es helfen, sich tagsüber viel zu bewegen oder auch abends nochmal ganz kurz an der frischen Luft spazieren zu gehen. Meine liebste Atemübung zum Einschlafen ist die 4-7-8-Methode. Und ich würde sagen, wir probieren die einfach mal zusammen aus. Diese Übung könnt ihr zum einen im Sitzen machen, am besten aufrecht, aber entspannt sitzen oder auch, wenn ihr euch ins Bett reinlegt, am besten hier ganz entspannt auf den Rücken und alle Gliedmaßen vorher einmal schön durchlockern. Als erstes müsst ihr langsam über die Nase einatmen. Im Kopf zählt ihr dann leise bis 4.
dann den Atem anhalten und im Kopf bis 7 zählen. Als letztes langsam hörbar durch den Mund ausatmen und dabei auf 8 zählen. Und das war's dann schon. Wenn nötig, könnt ihr das einfach so oft wiederholen, bis ihr einschlaft. Und es ist wirklich super interessant, denn ich glaube auch, dass daher so diese ganze Technik mit dem Schäfchenzählen kommt. Das Spannende am Zählen ist auch, dass wir konzentriert auf eine Sache sind, die es uns kaum ermöglicht, nebenbei über 1000 andere Dinge nachzudenken. Wir beruhigen also quasi das Chaos in unserem Kopf und das senkt unseren Stress und hilft uns dabei, besser einzuschlafen. Du brauchst ein bisschen mehr Anleitung und Hilfe beim Einschlafen, kein Problem. Dann ist dieser Skill der Barmer bestimmt etwas für dich. Die kostenlose Einschlafhilfe bietet verschiedene Sounds und geführte Traumreisen. Und ganz wichtig, es gibt natürlich auch eine Timer-Funktion, damit das Ganze ausgeht, wenn du dann eingeschlafen bist. Einfach mal ausprobieren. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gelernt, ein guter Schlafrhythmus ist extrem wichtig für unsere Gesundheit und hilft uns, fit und produktiv zu bleiben. Eine extra Mütze Schlaf ist übrigens mein ganz persönliches Lebensrezept und hilft mir auch immer, wenn ich mich mal nicht so gut fühle. Und auch die Schlafqualität, also nicht nur die Dauer, ist wirklich extrem wichtig. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr eine bestimmte Abendroutine habt oder ob ihr irgendwelche Hacks kennt, die helfen können, besser einzuschlafen. Wenn ja, immer gerne her damit, unten in die Kommentare. Dann könnt ihr euer Wissen auch mit der Barmer Community teilen. Und ansonsten sehen wir uns ganz, ganz bald wieder mit einem neuen Video von A Hack in a Cup hier auf dem Barmer YouTube-Kanal. Bis dahin, tschüss!